Hallihallo, willkommen zurück. Heute soll es um den zweiten, ja wirklich ekligen Pilz im Weinbau geben, nämlich den falschen Mehltau oder hier oben steht es, die Peronospora oder Pero. Pero erkennt man an sogenannten Ölflecken auf den Blättern. Das sind so beigliche Verfärbungen. Wenn die Sonne drauf scheint, sieht es aus, als wäre da ein Tropfen Salatöl drauf. Und wenn man das Blatt dann umdreht, auf der Unterseite ist hier immer so ein weißer Pilzrasen. Okay, wieso ist die Pero so ein großes Problem für uns? Das hängt damit zusammen, dass diese Sporen, die hier entstehen, nach unten fallen in den Boden. Und immer wenn dann die sogenannte Zehnerregel greift, also wir 10 cm junge grüne Triebe in der Anlage haben im Frühjahr, 10 Grad Celsius Temperatur tagsüber und 10 mm Niederschlag, dann fangen an, diese Sporen sich aufzublähen. Und wenn dann ein zweites Regenereignis kommt, nutzt diese Spore oder diese Kapsel die Aufprallenergie des Tropfens, des Wassertropfens, damit die praktisch explodiert. Und bei dieser Explosion schleudert die dann die Sporen wieder nach oben in die Ertragsfläche und in die Anlage. Und deswegen haben wir das ganze Jahr über immer wieder solche Neuinfektionen der Pero vom Boden aus bei jedem Regenereignis. Jetzt kommt noch eine zweite Schwierigkeit hinzu, und das ist, dass die Mittel, die wir zur Verfügung haben, solche Pilzinfektionen nicht beheben oder reparieren. Das bedeutet, die Mittel können zwar so eine Infektion lahmlegen und daran hindern, dass die sich wieder weiter ausbreitet, aber deswegen heißt es Pflanzenschutzmittel und nicht Pflanzenheilmittel, weil wir können nur einen Schutzfilm gegen solche Infektionen auftragen. Also wir müssen immer Vorregenfällen behandeln und da müssen wir Winzer sehr, sehr dahinter sein, dass wir den Wetterbericht im Kopf und im Blick haben, weil immer wenn wir feststellen, ja, die letzte Behandlung ist ein paar Tage her, der Schutz könnte nicht mehr hundertprozentig gegeben sein, müssen wir nachlegen, bevor es zu solchen Neuinfektionen kommt. Sonst haben wir keine Chance und haben den dauerhaften Kampf die ganze Vegetationsperiode über gegen diese Pilze schon von vornherein verloren. Ja, und weil das alles noch nicht ausreicht, kommt jetzt noch erschwerend hinzu, dass diese beiden Pilze vor allem sich bei unterschiedlichem Wetter wohlfühlen. Das heißt, Pero mag es eher tropfnass und Niederschläge, Oidium mag es eher trocken mit hoher Luftfeuchtigkeit. Und ich glaube, das weiß auch jeder, bei uns im Sommer wechselt sich das immer ab. Wir haben Sommer, wo es erst warm ist mit hoher Luftfeuchtigkeit, dann kommen Starkregen, Gewitter etc. Und so haben wir praktisch immer im Wechsel das Problem, dass diese beiden Pilze von Tag zu Tag ja, wachsen oder sporulieren können. Und deswegen müssen wir einfach dauerhaft einen Schutz gegen diese beiden Hauptprobleme über die gesamte Vegetationsperiode einfach gewährleisten. Okay, das war's. Nächstes Mal soll es dann wieder schon um die Mittel gehen. Da wird es dann nochmal richtig spannend und auch nochmal sehr intensiv. Ich hoffe, dass ich das dann gut rüberbringe. Bis dahin, bleibt gesund, schönen Tag noch und macht's gut. Tschüssi.